Stahl, danke. Kennen wir schon. Muss ich wieder auf Holz gehen langsam, dass sie mir Holz geben. Hier haben wir alle. Die Sachen sind alle fertig. Das haben wir alles. Geht trotzdem noch den Kohleabbau. Man weiß ja nie. Und morgen gehen wir auf ein paar Dampfkerne wieder. Jawohl, eigentlich brauche ich noch keine. Sieht noch super aus mit meinen Dampfkernen. Ganz akzeptable Häuser, wie es scheint. Stahl. Holz. Das ist auch schon eingekommen. Stahl. Fehlt bei euch. Das sind die Vorräte, genau. Da. Auch wieder Stahl. Viel Stahl. Okay, kann ich da für euch helfen? 80 Dampfsägewerke ist schon mal nicht schlecht. Kann ich euer Ding aufbauen? Ach, ist schon auf dem Weg, okay. Und dann auch die separaten Quartiere. Ah, jetzt habe ich vergessen. Ja, scheiße, scheiß drauf. Tiere, helfende Hände. Arbeiten und spielen. Sir, wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, schwanken die Liefermengen aus der Kindermine. Das liegt nicht an den technischen Problemen. Einige Kinder können sich nicht konzentrieren. Manchmal spielen sie den ganzen Tag und arbeiten nur ein paar Stunden. Sollen wir Sie anweisen, die Arbeitszeiten einzuhalten oder sich Ihren Arbeitstag selbst gestalten lassen? Es sind halt Kinder. In einer richtigen Notsituation würde ich sagen, macht, was wir wollen. Tatsächlich. Robert ist die Arbeitsaufwand für den Kollabor drastisch. Jetzt haben einige Kinder nichts mehr zu tun, lungern herum oder spielen den ganzen Tag. Die arbeitenden Kinder sind neidisch geworden und klauen ihnen ihr Essen mit der Behauptung, sie würden es nicht verdienen. Wir sind ratlos, was wir nun tun sollten. Die Stimmung hier schlägt eindeutig in keine Arbeit, kein Essen um. Holz. Stahl. So, jetzt wollen die wahrscheinlich auch ein
Gut, würde allen nutzen. Ich habe irgendwie übersehen, dass wir kein Essen mehr haben. Ja, Pech. Blöd gelaufen. Zeit haben wir noch? 8 Tage, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Oh, Treibhäuser. Ein kundliche Nahrungsversorgung an sich. Das ist cool. Dann für den Ausbau der Siedlung. Der Schächt in der Kohlemine dafür. Ja, okay. Da kommt wieder was. Mehrstahl. Hauptproblem ist wirklich immer Stahl. Okay, eine letzte Forschung noch. Und dann reiße ich euch ab. Tumult, die haben wir gerade gebraucht. Da Kinder abgängig sind. Andere Kinder haben gesagt, dass sie spielen gegangen wären, aber niemand hat sie mindestens einen Tag gesehen. Schlussendlich hat ein Kind zugegeben, dass sie die Mine geschlichen haben. Und sie schnell finden, so Leute haben einen Rettungsdruck gebildet. Aber die kennen die Mine nicht so gut wie die Kinder. Ein paar ältere Jungen haben angeboten, sie zu führen. Ja. Gemeinsam klingt schon gut. 3 Tage Essen haben wir jetzt auch wieder. Holz. Wie steht's bei euch? Niedrig. Niedrig. Stahl- und Dampfkerne. Sein Team berichtet, dass die verschwundenen Kinder fast umgehend nahe einem eingestürzten Schacht gefunden haben. Sie waren hungrig, durstig und verschreckt, aber sonst unverletzt. Unser Jungen Lotsen war bei der Suche im Labyrinth der zu überreden, dass meine Männer misstrauisch wurden. Als auch ihre Kinder sagte etwas über einen Test, wurde er von den anderen sofort zum Schweigen gebracht. Ja, typische Kinder. Guck mal, dass wir morgen mal die ganzen Dampfkerne machen. Das ist auf dem Weg, ja. Ich finde Treibhäuser fast wichtiger.
Oh, 0,6, sehr gut. Also erstmal die kriegen jetzt die Treibhäuser. Gib an Stahl. Stahl. Ergeben. Das können wir auch machen. Und somit ziehe ich bei einem richtigen Schusslager. Diese Leute sind abgehört und bla bla bla. Ach, das kennen wir schon. Bis heute Abend wird noch ein bisschen Dampfkern gesammelt. Mehr Stahl, habe ich nichts dagegen. Stahl bitte. Holz bitte. Noch mehr Holz bitte. Auch dringend diese Pumpen. War es so eine blöde Kohlemine einfach nur. Es ist durch. Wir sind erstmal durch. Die Pumpe will ich als nächstes machen. Ach Scheiße, jetzt habe ich kein Holz dafür. Sperrt ihn ein. Sicher überwunden. Wir können uns bei Bedarf schnell helfen, das wird allen Sicherheit geben. Ab sofort sollten wir euch jeden zweiten Tag Rohstoffe. Schrecklich. Holz. Ich will die Pumpen für euch. Ein paar weniger Kinder bei uns. Wir haben genug Stahl. Coole Sache. Pumpen und da kommt das. Was fehlt bei euch? Ersatz und Vorräte.
Holz. Holz und Stahl jetzt erstmal. Och, die oben sind schon voll ausgebaut. Cool. Bestimmt nicht verkehrt, wenn die auch noch mit davon profitieren. Die haben bloß noch Nahrung. Holz bitte. Oh, hier. Ein besseres Gesundheitswesen. Das tut euch gut. Also jetzt schon wieder. Sind zurück, die Kinder sind nach Lösung getroffen. Im Krant und ruhig zurückgekehrt, man hat sie nicht dazu hineingelassen. Das Schicksal ihrer Eltern ist nach wie vor unklar. Hier wird noch ein bisschen Stahl. Ich sehe gerade, fehlt schon wieder Essen. Wie viel Zeit habe ich noch? 4 Tage, ich glaube, das schaffen wir. Ich würde gerne ein paar Dampfkörner machen. Gehen wir noch ein bisschen essen. So, da brauchen wir Holz und Stahl. Dass man noch ein fünften Dampfkern umstellen auf Stahl. Kann ich jetzt eigentlich auch anmachen? Wir haben genug Kohle. So, muss ich leider mitteilen, dass die erste Ernte des Treibhauses verdorben ist. Die Kinder waren so eifrig bei der Pflege der Pflanzen, dass sie sie überwässert haben. Die Wurzeln sind alle verrottet. Wir können ab jetzt nur noch Erwachsene ins Treibhaus arbeiten lassen. Wir geben den Kindern eine zweite Chance und sie lernen, wie man um Pflanzen kümmert. Ehrlich gesagt, mich stört das immer, wenn Kinder müssen lernen. Klar, man macht lieber selber, hey, das geht schneller, aber du musst Kindern die Zeit geben, selbst zu lernen und selbst vor allem Fehler zu machen. Es fehlt echt noch Holz. Tauschen.
Gebt mir euren Stahl. Ja, ich könnte eigentlich schon fast Holz. 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 Kinder möchten wirklich helfen, aber das ist nicht genug. Die Eltern versuchen Schritt zu halten, doch die Jungen sind unzuverlässig. Sie lassen Nachlungen herum und halten sich in ihrem Plan, die Kinder an allen neuralgischen Punkten durch Erwachsene ersetzen. Das ist die einzige Möglichkeit, um den Kohleertrag zu steigern. Wer kann sein, aber wir können nicht nur darauf warten, dass sie anfangen, härter zu arbeiten. Nein. Wie gesagt, das ist unsere. Werden alles natürlich, um diesen Ort zu betreiben, kürzer Zeit in den Griff bekommen. Davon sind wir überzeugt. Mit all den Verbesserungen, die wir vorgenommen haben, hat sich mir in einen recht angenehmen Ort zum Leben verwandelt. Es gibt für uns nichts mehr zu tun für diese Kinder, das nicht Monate bis zur Fertigstellung dauern würde. Mal sehen, was sie mit unserem Vertrauen anfangen. Das Gute ist hoffentlich. Ja. Die Kindermine brauche ich eigentlich gar nicht. Gut. Wrap up well. The frost is here. Gib mir das Holz. Na, warte mal, ich kann ja gleich. Soll ich Holz da reinpacken, dass mir das Holz nicht zu viel wird oder Kohle? Keine Ahnung. Aktuell habe ich ein gutes Plus an Kohle. Oder ich lagere Stahl erstmal zwischen.
Schickt uns erstmal nur Holz. Mehr Dampfkerne. Das hat's gekriegt. Da geht's mit Stahl. Alles auf Maximum ausgebaut. Holz. Das gleiche machen wir jetzt noch einmal für Kohle und dann stehen wir eigentlich gut da. Mehr Holz nach Möglichkeit reinkriegen. Oh, ja, das geht ja auch. Hier. Okay, von denen muss ich gucken, dass wir auf jeden Fall Nahrungsmittel reinkriegen noch. Kennen wir schon. Holz. Stahl mache ich ja selber. Brauche aktuell nur mehr Holz. Das werden wir aber in der nächsten Aufnahme machen. Ich brauche eigentlich mal kurz. Ich glaube, ich lasse sie einfach mal hängen. Kann euch nicht retten.
müssen am Anfang von 200 kranken und hungrigen Menschen vorbereiten. Möglicherweise kommen sie in Gruppen. Im Bau können wir aber nicht warten, bis sie hier sind. Es ist derart kalt, dass sie nicht in Zelten umbringen können. Wir müssen 20 Schlafwaracken bauen und die Kälte abhalten. Also für den Krankenbedingungen wir mindestens 5 Krankenhäuser. Selbstverständlich werden sie hungrig sein. 100 Essensrationen sind das absolute Minimum. Wenn ich sage nein. Wenn wir das entschieden haben, Neu-London im Stich zu lassen und die Kontrolle darüber zu übernehmen. Soweit sich um die Überlebenden gekümmert haben. Eine gute Entscheidung. So bekommen sie nur die Stärksten. Um zur Verpflichtung nachzukommen, schicken wir ihnen all das benötigte Holz, um für die Wälder überlebten gerüstet zu sein. Sie können den Leuten andere Aufgaben zuweisen. Danke. Sind bestürzt über eure Entscheidung, London in Not im Stich zu lassen. Bitte geben sie zumindest nicht diesen Einwohner auf. Wir sollten unsere Hilfe in der Vorbereitung und Umkunft und Verpflichtung verstärken. Sie werden all die Kohle, die sie dafür brauchen, von uns bekommen. Kümmern sich nur um deren anderen Bedürfnisse. Oh, zwei Essensrationen haben wir schon. Krankenhäuser, ja, als nächstes. Das sollte jetzt aber auch nicht die Schwierigkeit für uns sein, tatsächlich. Ich bin guter Dinge, dass wir das hinkriegen werden. Was kommt da? Ja. Irgendwie schickt uns Essen. Holz. Ach komm, warum nicht? Ah, jetzt haben wir aber ein ziemliches Defizit schon mittlerweile. Die erste Gruppe von Flüchtlingen ist gerade angekommen. 50 hungrige und kranke Menschen. Wir müssen uns um sie kümmern. Da die Auskunft ist die nächste Gruppe in etwa gleich groß. Alle. Sie sollte morgen bei uns eintreffen. Braucht dringend das Holz. Holz. Kohle ist zwar auch wichtig, ja, das kann ich auch eigentlich durchziehen. Läuft doch tatsächlich ganz adrett.
Noch 12 normale Häuser. Sollte man hinkriegen. Holz. Sie kommen, sei kommen Flüchtling ist hier, weiter 50 Hunger oder kranke Seelen haben herausgefunden, dass die Gruppe viel größer ist. Das Ende. Sieg ist unser. Alle Flüchtlinge aus Neu-London sind sicher in ihren warmen Häusern. Man kümmert sich um die Kranken. Die letzte Stadt auf Erden ist gefallen. Aber wir werden ihr Erbe und ihre Einwohner übernehmen. Und schon bald werden zu ihren Ruinen zurückkehren, den Generator anwerfen und ein leuchtendes Vorbild für das gesamte Frostland entfachen. Genauso hell, auch nicht so kalt. Alternatives Ende! Dich gelassen, so wie sie es taten. Ich kann es glauben, es hat funktioniert. Gut gemacht, Leute. Doch dazu für einen guten Zweck. Wir sind nur ein Außenposten, beherrscht von Neu-London. Sie änderten die Regeln. Sie beuteten uns aus. Also begehrten wir auf und bekamen Winterborn. Die Eroberung Neu-Londons. Wir haben Verbündete gefunden. Wir halfen ihnen. Und ihre Siedlungen blühten auf. Dann sind unsere früheren Herren aufgetaucht und baten um Rettung. Und wir retteten die Flüchtlinge in trauter Zusammenarbeit. Wir verhinderten eine Katastrophe dank unserer Geschlossenheit. Und wir lernten unsere Lektion, dass die ultimative Bedrohung nicht der Sturm, sondern Zwiespalt war. Vereinte Territorien von Winterborn. Bevölkerung 443, 1887 und 1916. Tja, dann bleibt ja nur noch ein was zu tun. Und zwar werde ich dann nochmal ein Endlosspiel starten und gucken, dass ich meine Siedlung finde. Und wenn ich das nicht tue, dann weiß ich auch nicht. Spiel ist unterstützt. Wir hoffen, dass es für dich eine ebenso große aufregende Reise wie für uns, die wohl unsere Herzen berührt, als auch unseren Verstand gefordert hat. Wir hoffen, dich bei zukünftigen Aufgaben, an denen wir arbeiten werden, wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, Frostpunk-Team. Oh, das habe ich das erste Mal gesehen. Dann sehen wir uns das nächste Mal zu der wirklich letzten Mission, letzten Endlos-Sache in Frostpunk. Macht's gut. Bye, Leute.